herzlich willkommen zu unserem Look-Magazin. Heute aus Schwarz, genauer aus der Marienapotheke, die vor kurzem renoviert worden ist. Im Uspektrum heute zu Gast in der Hofburg in Innsbruck, wo im 18. Jahrhundert Kaiserin Maria Theresia Hausherrin war und sich sichtlich gemütlich eingerichtet hat. Ja, falls Sie noch auf der Suche nach dem richtigen Möbelstück oder dem passenden Esszimmer zum Beispiel sind, dann kommen Sie jetzt mit uns. Wir zeigen Ihnen Wohndesign aus dem 21. Jahrhundert. Als Johann Gottfried Herder 1717 die Volksmusik erfand, oder das Wort besser gesagt, da dachte er an Musik aus dem Volk. Herzlich willkommen bei Hautnah. Heute dreht sich alles rund um die Volksmusik und mein heutiger Studiogast, den kennen Sie sicherlich. Er ist ein Star in der Volksmusikszene und auch wenn Sie mit der Volksmusik nichts am Hut haben, dann kennen Sie ihn. Er war Dancing Star und er hat das große Rennen gewonnen. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Marc Bircher. Hallo, grüß dich. Der deutsche Dichter hat wahrscheinlich nicht mit der Unterhaltungsindustrie gerechnet, als er damals das Wort erfand, oder? Ja, wahrscheinlich ist ihm sein Plan ein bisschen entglitten. Schönes Licht, wie hier bei der Firma Hausberger, tut einfach gut und Gott sei Dank werden die Tage wieder heller, der Frühling zieht ins Land und somit auch die ersten Gartenarbeiten bzw. Reinigungsarbeiten nach dem Winter. Wir haben für Sie eine Firma gefunden, die Ihre Wartungsarbeiten rund ums Haus übernehmen kann. Hier unser Immospektrum-Tipp. Die Firstfeier ist in vollem Gange und bald werden die ersten Mieter hier einziehen. Ja, wir zeigen Ihnen immer die neuesten Objekte bzw. Immobilien aus Tirol. Immospektrum ist einfach die ideale Plattform, um Immobilien anzubieten bzw. können Immobilientreuhänder ihre Leistungen und Objekte hier präsentieren. Und eigentlich bist du ja auch ganz nett. Genau. Das ist jetzt keine Feststellung, sondern das ist der Titel deines Buches. Ganz genau. Ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht sagst du danach, sie ist wirklich ganz nett. Wieder ein Blick auf das Geschehen in Tirol. Unser nächstes Tirol-TV-Magazin startet am Montag um 17 Uhr. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.